Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal sind wir den ganzen Weg nach oben geklettert zum Schirner Hauptquartier. Und wie Barrett schon vorgeschlagen hat, werden wir gleich mal durch die Vordertür stürmen. Und melden mal einen Notfall an. Ich glaube, die haben uns nicht so gern. Das waren nur Granatenkombatanten, die wir nicht wirklich brauchen, weil sie sehr schwach sind, nichts aushalten und quasi wie die MPs sind, quasi sich wie die MPs verhalten, die wir schon kennen. Was wir hier wirklich haben wollen ist, nein, wir wollen ja nicht runter. Es gibt hier nämlich etwas, das wir unbedingt erledigen sollten. Und zwar hier hinten gibt es glaube ich ein Reißbrett oder ein Steckbrett. Nein, das wollen wir nicht. Hier vielleicht? Ja, der Schildkrötenparadies Nummer 2 ist hier. Ich hoffe, wir kommen irgendwann einmal noch dazu, zum Schildkrötenparadies zu gehen. Vorerst werden wir mal uns in den Aufzug verziehen und sehen, wo uns dahin bringt. Der Aufzug ist eine lustige Sache. Der fährt immer, ich glaube, 7 bis 15 Stockwerke hoch. Und da passiert immer etwas, wobei die Chance, 7 oder 8 oder bis 13 Stockwerke hochzufahren, jeweils immer, glaube ich, 15% ist. Und bei 14 oder 15 Stockwerken ist dann weniger, ist, glaube ich, nur 7%. Das heißt, man muss bis zum 60. Stock rauf und bleibt ungefähr 5 bis 6 Mal stehen. Und was genau passiert, wenn man stehen bleibt, sehen wir gleich. Der Alarm geht los. Die Anzeige spielt verrückt. Und wir müssen hierher drücken. Sind jetzt in Stock 20. Und da gibt es einen Kampf. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, gibt es einen neuen zufälligen Kampf. Das ist geregelt, je nachdem, wer auf welchen Stockwerk mal gerade ist, kommen andere Gegner. Und klar, dass wir das ein Limit fertig, das ist nämlich sehr toll. Die Gegner hier sind schon etwas aufwendiger gestaltet, sagen wir so. Nicht nur halten sie etwas mehr aus, sondern. Oh, von denen kann ich Berührungsmittel stehlen, das ist sehr gut. Sondern die können auch. Sie haben einen Schutzpanzer an, den man nur langsam wegschlagen kann. Das heißt, du musst erst den Schutzpanzer besiegen. Und dann kommen innen die eigentlichen Gegner raus. Hier hat man das jetzt nicht gesehen, weil Cloud genug Schaden gemacht hat, um den inneren Gegner auch gleich zu besiegen. Tisha versucht noch ein Berührungsmittel zu stehlen. Ja, sehr schön. Die können wir später brauchen. Können wir später sogar ganz sicher brauchen. Ja, hier ist der innere Gegner jetzt. Die sind dann auch schwerer zu treffen. Man sieht gerade. Tiefer haut ins Leere. Haben aber dann nicht mehr so viel HP. Und greifen auch eher selten an. Sie sliden zwar oft zu uns vor, aber machen nicht immer etwas. So, nachdem wir das gesehen haben, werde ich die nächsten Schlachten bis ganz nach oben überspringen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich oben bin. Und wir sind endlich oben angekommen. Und hier oben, ja, hier werden wir übrigens rausgekommen, werden wir die Stufen gegangen. Das machen wir allerdings jetzt nicht. Es gibt zwar etwas, ein Elixier dazu holen, allerdings holen wir uns das, wenn es soweit ist. So, das waren wieder die starken Kämpfer, die wir schon vorher kennen. Und lassen etwas fallen, und zwar ist das die Karte für den, also die Codekarte für den nächsten. Für das nächste Stockwerk. Und mit der Codekarte können wir hier diese Aufzüge hier benutzen. Zumindest um ins nächste Stockwerk zu kommen. Wir können damit auch ganz runterfahren oder hier in dieses Stockwerk zurückkehren. Aber vorerst wollen wir mal nur rauf.
Ja. Und was wollt ihr von mir? Von mir? Ah. Die Musik ändert sich. Und wir schleichen uns durch unter den wachsamen Augen des Wachpersonals. Sollte ja Schlafpersonal das Wachpersonal heißen. Hier ist das Problem, wir müssen von dieser Seite auf die linke Seite. Und jedes Mal, wenn die zwei Typen schauen, darf ich mich nicht bewegen. Okay, genau so. Ich darf nicht zwischen den Säulen stehen und mich nicht bewegen. Sobald sie durchschauen. Weil wenn sie mich erwischen, greifen sie mich an, nehmen mich in die Zange und ich muss sie quasi so besiegen. Ich werde da hier kurz noch herzeigen, wie es eigentlich funktionieren würde. Also hier herstellen, warten bis sie gehen. Wieder hier herstellen, warten bis sie gehen. Wieder weiter, warten bis sie gehen. Und zurück, das ist die Mitte. Dann müssen wir noch Barrett und Tifa quasi drüber bringen. Und jetzt wieder warten, bis sie wegschauen. Okay, das haben wir wieder verbockt. Man sieht also, das ist gar nicht so einfach. Wir versuchen es noch einmal. Oh nein! Okay, ich werde da hier das rausschneiden, bis ich drüben bin. So, und wir haben es jetzt endlich in die Mitte geschafft. Jetzt müssen wir aber noch bei den zweiten Wächtern vorbei und die laufen dieses Mal. Ich erwische mich davon natürlich auch. So, das war's offenbar eh schon. Also wenn man wirklich, ich glaube, fünfmal erwischt wird und sie fünfmal besiegt, dann kommt man sowieso vorbei. Wir freuen uns darüber. Und finden uns hier wieder. In einem Restaurant oder Lounge oder was auch immer das ist. Ah ja, welche Dinge. Das ist gut, das wollen wir sowieso wissen. Okay. Ja, wir haben schon so eine Codekarte. Allerdings nur für den 60. Stock. Ja, genau. Also bringen wir solche Karten her. Hey, hallo! Nein. Ich habe mir dein Gelaber schon angehört. Ich will nicht die Karte haben. Okay. Ja, lass die Antidepressivum verschreiben vielleicht. Ja, das wissen wir. Okay. Ja, ich glaube, das waren wir. Ja, das haben wir schon gehört. Irgendwo hier müsste jemand sein, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Ah, ja, wir sind von der Reinigungsabteilung, genau, steht zu Diensten. Ja, ich bräuchte nur die Codekarte. So ist das schön. Mit der Codekarte geht's jetzt rauf. Ein Stockwerk. Und wir sind dann im 62. Stock. Sehr schön. Das geht ja ratzfatz hier. Oh, und jetzt bräuchten wir nur den... Was ist hier? Oh, das ist der Bürgermeister. Ja, kannst du uns vielleicht die Karte fürs nächste Stockwerk geben? Ja, das ist natürlich... Er wurde entmachtet. Okay. Und wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich mich nicht irre, dann ist es, da gibt es hier in der deutschen Version einen kleinen Spezialtrick. Und zwar, glaube ich, ist es immer Marco, ja richtig, das kennt man, das immer Marco. In der englischen Version gibt es, von den 6 Auswahlen können es 4 verschiedene sein und das ist zufällig, welches es ist.
Während man hier immer mit Marco durchkommt. Was bekomme ich hier noch dazu? Oh, eine Elementsubstanz. Die ist ja toll. Okay. Okay, und wie Elementsubstanzen funktionieren, warum es in der deutschen Version den Bug gibt und wie man hier normalerweise vorbeikommt, seht ihr alles, wenn es das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin, viel Spaß!